Okay, Mittagsbesprechung, 12 Uhr. Im heutigen Tagesverlauf haben wir gesehen, dass der DAX relativ positiv eröffnet hat. Warum relativ? Weil im gestrigen Verlauf haben wir gesehen, dass wir das letzte, was in zur Kassezeit verblieben ist, hier ein Fails Break auf der Oberseite sahen. Das heißt, wir haben das Tageshoch von vorgestern hier herausgenommen aus der Kasse, sind hier drüber hinausgeschossen, haben hier oben ein Target, ein älteres Tageshoch aus dem Verlauf vom 17.12. hier angehandelt, punktgenau, beziehungsweise zwei Punkte kurz darunter gedreht und haben dann eben wieder unter dem Vortageshoch geschlossen in der Value beziehungsweise in der Kursspanne des vorherigen Tages. Das ist eigentlich klassisch ein Fails Breakout gewesen. Was danach passiert ist, ist eben über den elektronischen Handel gelaufen und zu der US-Session Zeit und per Overnight, dass wir hier uns relativ weit nach oben bewegt haben. Richtung 10.940, was wir am heutigen Tag auch nochmal erreicht haben, das Overnight High. Für uns war einfach nur wichtig zu sehen, Value Area Low der Kasse lag bei der 10.848 mir schön im 30-Minuten-Chart und wir haben eröffnet im oberen Bereich, also sprich darüber und damit ist die Vorgabe erstmal auf der Long-Seite. Das heißt nicht, dass wir blind in den Long reinspringen mussten, sondern einfach haben wir mal feststellen wollen wieder, was uns überhaupt die initiale Value bzw. die initialen Käufer und Verkäufer im Markt zeigen. Deswegen hier die Spanne von 8 bis 9 Uhr. Die wurde festgelegt auf 10.920 bis 10.867 und da sehen wir auch schon, dass nach Kasseeröffnung hier relativ gut das Kasse Open Level hielt und hier ein paar Verkäufer in den Markt hineinkamen. Das hat sich hier fortgesetzt, kurz nach der Kasseeröffnung und dann nochmal hier zwischen 10 Uhr und 9 Uhr 8 und 9 Uhr 35 auf dem Level von 10.880. Wir haben diese Range hier verlassen nach unten und haben punktgenau, das ist natürlich nur eine Zone, ne? Das heißt, wir reden hier über 10.000 844 zu 10.847,5, das heißt 3,5 Punkte Unterschied, hat der Kurs auf die Value von gestern aufgesetzt und damit auch haben wir dann gesehen, dass auch dort der größere Akteur wieder eingesetzt hat. Das heißt, dass hier die Käufe, die wir aufgrund der Vorgabe, sprich Open über Value Area High von gestern gesehen haben, spätestens hier zugegriffen haben. Hier haben wir dann eine kleine Range gesehen von der Kurzschlussseite. Solange hier oben die Seite verkauft wurde und unten die Seite gekauft wurde, wussten wir auch nicht, wohin diese Range sich auflöst. Vorgabe war eigentlich, wenn man sich das hier anschaut, vom Trend her die Short-Seite, aber das Letzte, was gewirkt hat, war eben, dass wir auf der Value Area High hier die reflexive Bewegung ha gesehen haben. Das heißt, dass die Longs wieder eingesetzt haben. Nach dem Bruch dieser Value nach oben haben wir gesehen auf der Linie in Sand, Reshorts, das heißt wieder eine Balance-Phase begleitet von Volumen, dann eben neuer Ausbruch auf der Oberseite, Tageshoch wurde getestet und im ersten Moment hat die Kasse nicht mitgezogen, das heißt hier ein paar Leute haben den Kurs hier im Future angeloopt und da kam nichts weiter bei raus, beziehungsweise wir liefen nicht weiter und dann mussten diese Positionen wieder glattgestellt werden. Neuaufbau der Position hier am Relong auf der Value Area High des aktuellen Tags, das sehen wir hier schon. Das heißt, hier wurde der Preis wieder in diesem Preisbereich, sprich hier Richtung POC zu laufen, nicht akzeptiert. Das heißt, der Kurs hier unten wurde als billig, günstig angesehen und dann haben wir den neuen Start in Richtung Tageshochs gesehen, die uns hier in dem Bereich von der 900 Richtung 940, sprich 40 Punkte nochmal nach oben getragen haben. Was ist hier oben passiert? Das gelbe bzw. dieser gelbe Rahmen, da sieht man hier Long-Position Auflösung im Ask per Limit. Das heißt, um 9.48 Uhr hat es begonnen und hat sich durchgezogen bis 10.47 Uhr in dem Bereich von der 23,5 bis hoch ans Tageshoch zu 38,5, dass immer wieder auf der Limit-Verkaufsseite, sprich Briefseite oder Ask-Seite, größere Pakete reingestellt wurden, die auch abgeholt wurden. Und da konnte man vielleicht ein bisschen dran fühlen, dass hier jemand versucht hatte, einen günstigen Ausstiegsschnittkurs zu erreichen für seine Position.
Das hat alles ein bisschen länger gedauert und vor allem, das bleibt ja auch nicht unbemerkt. Und die Folge war eben, dass auch andere, die hier, die ihre Blöcke mit der Kasse nach oben mitgenommen haben, dann irgendwann angefangen haben, okay, ich nehme meine Position raus, dadurch fiel der Kurs. Und wenn derjenige, der hier verkaufen möchte im Target, noch nicht fertig war, ist das eben die zweite Person, die auch noch auf die Verkäufe draufdrückt und den Rest dann nicht mehr per Limit glattstellt, sondern eben per Market, also auch auf die Market-Verkaufsseite springt. Deswegen Sentiment Change hier in diesem Moment. Wir sind hier in die Value des laufenden Tages wieder eingetreten, haben hier das Bruchlevel von der 10.899 von unten sogar noch getestet. Das heißt, die Kurzfristbausteine wurden auf der Shortseite gespielt und wir sind dann wieder runtergelaufen bis zu Initial Balance Low, bis sprich Unterkante von dieser vorherigen Range oder ausbalancierten Zone, die wir hier gesehen haben. So viel. Erstmal hier zum Tagesverlauf. Ich möchte noch einmal ganz kurz das Bild mit reinnehmen, wo man sehr schön sieht, wie immer wieder die Limit-Verkaufsseite mit ins Buch reinkam im oberen Preissegment. Na, welcher Preisbereich war das? Das muss ich selber mal ganz kurz schauen. Einen Moment. So. Dieser Preisbereich war das hier, diese Bewegung. Das sieht man hier sehr schön, dass es angefangen hatte schon um 10, 9:50 Uhr, dann nochmal hier um 9:53 Uhr auf dem Bereich von 25, dann hier oben im Bereich nochmal von 24,5, dann nochmal 25, hier auf der Bereich 30 und dann nochmal am Tageshoch 938. Das sind diese weiß hinterlegten, helleren Fenster, die man dort sieht. Das sind Limitpositionen, die ins Buch reingelegt wurden. Und hier nochmal der Versuch, auch von demjenigen, der hier oben aktiv wurde, nochmal letztendlich den Rücklauf dazu zu nutzen, die letzten Stücke rauszubekommen. Und wir sehen hier in der Preisbewegung, dass noch nicht mal dieses Limit angehandelt wurde. Das heißt, die Market-Verkäufe haben kurz vorher gedreht, also musste derjenige, der hier noch was zu geben hatte, spätestens da sah man, dass er noch was zu geben hatte, musste auch von der Verkauf-Passivseite auf die aktive Verkaufsseite springen. Und dann ist eben von dort oben, von der 914, sind wir runtergefallen Richtung, 914 Richtung 865. Das heißt, hier nochmal um die 50 Punkte. Gut, so viel von meiner Seite. Ich hoffe, der Tag oder beziehungsweise Vormittag war erfolgreich. Ansonsten weiter viel Erfolg für den Nachmittag.